Dass man durch Bewegung heilen kann, gilt als bewiesen. Doch welche Bewegung und welche Intensität ist für mich und meine Zielsetzung die richtige? Es kommt auf die Dosierung an. Neben Muskelfunktionstests und weiteren Analysen besitzt unsere Atmung eine wichtige Aussagekraft. Ein Mensch atmet 15 Mal pro Minute, 900 Mal pro Stunde, 21.600 Mal pro Tag. Die Atmung kann aber noch mehr als unserem Leben halten. Zusammen mit Herzfrequenz und Belastung gibt ihre Zusammensetzung Auskunft über zahlreiche Stoffwechselvorgänge und das Zusammenspiel zwischen Atmung, Herzkreislauf und dem muskulären System. Drei Menschen, drei unterschiedliche Fragestellungen, drei unterschiedliche Ziele. Wir begleiten die drei während einer ergospirometrischen Analyse. Die ergospirometrische Analyse beginnt mit einem intensiven Vorgespräch, in dem unter anderem Frage- und Zielstellungen, Vorerkrankungen und Medikamente besprochen und der Ablauf der Analyse erklärt wird. Im Anschluss erfolgt während ansteigender Belastung die Messung der verschiedenen Parameter. Der Untersucher erhält mit jedem Atemzug eine direkte Rückmeldung über den Belastungszustand und andere Parameter und kann jederzeit in den Test eingreifen und ihn bei gesundheitlichen Risiken beenden. Zum Abschluss der Diagnostik werden die erhobenen Daten gemeinsam mit dem Probanden ausgewertet und ausführlich besprochen. Darüber hinaus wird eine individuelle Strategie entwickelt, damit der Proband seine persönliche Zielsetzung erreicht. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein Training im Fitnessstudio, Verein oder zu Hause angestrebt wird.